Dhahabi rahimahullah sagt, aber wenn ein Gelehrter mal einen Fehler macht, versinkt es im Meer seiner guten Tat. Das ist das Benehmen der Gelehrten. Man macht nicht alle Lichter auf diesen Fehler. Boah, und zoom bitte, ja? Zack. Nein, nein. Und das andere, rauszoomen. Die Hasanat, ey, sorry. Bitte 5000 Kilometer rauszoomen. Das soll gar keiner mehr mitbekommen. Die Fanatiker machen das. Boah, guck mal, was er gesagt hat. Habibi, okay, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Er hat einen Fehler. So, hat er sonst was in seinem Leben gemacht? Er hat tausende Bücher geschrieben, tausende Vorträge gehalten und so weiter. Alles wegschmeißen, alles in den Müll? Das ist doch ungerecht. Also sagte Dhahabi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, und trotzdem haben die Gelehrten ihn als vertrauenswürdig angenommen. Und die Gelehrten zitieren ihn in ihren Werken. Lies dir irgendein Tafsir, in dem Zitate der Tabi'in, Sahab und Tabi'in erwähnt wird. Also jetzt zum Beispiel Tafsir al-Sa'di, rahimahullah, ist ja kein Tafsir, wo die Zitate erwähnt werden, weil er will es kompakt hatten, hat er dir die Essenz gegeben. Aber zum Beispiel ein Tafsir ibn Kathir, Tafsir al-Tabari. Sie benutzen Qatada, rahimahullah ta'ala. Warum? Weil sie sagen, er ist ein vertrauenswürdiger Gelehrter. Und so gehen wir mit Gelehrten um, liebe Geschwister. Die Fanatiker, die sagen dir, nein, er hat einen Fehler, schmeiß weg. So funktioniert das Leben nicht. Wenn er tatsächlich doch keinen Fehler hat, Allahumma barik, umso besser.